Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, dir zu helfen, damit du deine Performance auf dem Golfplatz noch besser abrufen kannst. Im Thema Driving Range versus Golfplatz hast du bestimmt schon selber erlebt, dass man auf die Driving Range gehen kann, es da gar nicht gut läuft, aber auf dem Golfplatz anschließend super. Oder umgekehrt, auf der Driving Range läuft es gut beim Einspielen und anschließend auf dem Golfplatz geht einfach gar nichts mehr. Da gibt es natürlich auch noch andere Formen, da beginnt man zuerst auf der Driving Range, dann geht es nicht so gut, dann kommt man da hinein und kurz bevor man dann rüber will auf den, ans erste Loch, da geht es mit den letzten Bällen nur noch bergab, geht nicht mehr, dann kommt man auf den Golfplatz, zu Beginn läuft auch nichts, dann kommt es wieder und gegen das Ende verliert man dann wieder die Performance. Oder auf der Driving Range geht es nicht, auf dem Golfplatz geht es nicht. Oder die Driving Range läuft super, der Golfplatz auch perfekt. Oder auf der Driving Range läuft es gar nicht. Und zum Schluss kommt man da hinein, dann geht man auf den Golfplatz, dann läuft es auch gut, aber dann passiert ein Fehler und von da an findet man nicht mehr ins Spiel und die Runde endet in der Katastrophe. Oder du gehst dich einspielen, da läuft alles super. Zum Schluss steigt die Nervosität, da gehst du rüber auf den Golfplatz, bist immer noch nervös, findest einfach nicht in das Spiel hinein und dann gelingt es dir doch und am Schluss reißt nochmals der Faden und du verlierst das Spiel wieder und beendest so die 18 Löcher. Ja, da gibt es noch weitere Formen. Schau her, ich habe da mal so einige aufgezählt und vielleicht gibt es da noch eine Form, die dir vielleicht öfters passiert und du möchtest gerne hier ja auch herausfinden, was muss ich tun oder wie müsste es am besten sein, damit, wenn ich Golf spielen gehe, auf der Driving Range eine Sicherheit bekomme, damit, wenn ich rübergehe auf den Golfplatz, dort anschließend weiterfahren kann und so die 18 Löcher erfolgreich absolvieren kann. Hier ein ganz wichtiger Input. Du hast jetzt gesehen, es ist noch lange nicht so, dass wenn es auf der Driving Range läuft oder nicht läuft, dass es einen Segen ist, dass du auf dem Golfplatz anschließend gut performen wirst. Das heißt, was ist eigentlich dann das Ziel? Das Ziel muss also sein, auf der Driving Range, dass du dich so vorbereitest, dass dein Körper in Form kommt, bereit ist, um Golf spielen zu können. Das ist eigentlich die Aufgabe, auf der Driving Range diesen Task so absolvieren zu können, dass du anschließend, wenn du rübergehst auf den Golfplatz, dass dein Körper bereit ist, um Golf spielen zu können. Ist das vollbracht auf der Driving Range, dann musst du die Bälle nicht unbedingt gut treffen, aber du musst von der Beweglichkeit so bereit sein, dass du spielen gehen kannst. Und hier verwechseln viele Leute, was auf der Driving Range, glaube ich, zu tun oder zu erreichen ist und denken, wenn man den Ball gut trifft, dass dann schon alles gemacht ist, um anschließend erfolgreich auf dem Platz spielen zu können. Also, mein Tipp an dich, der erste wäre, schau, dass wenn du trainierst oder wenn du Golf spielen gehst auf den Golfplatz, dass dein Körper warm, bereit für die sportlichen Aktivitäten, sei das Putten, Chippen, Pitchen, ein Eisenschwung, ein Holzschwung, ein Hybridschwung, ein Driveschwung, dass du deinen Körper so aufbereitet hast, dass deine Muskulatur bereit ist, um solche Bewegungen ausführen zu können. Wenn du das erreicht hast, dann bekommst du einen Haken. Das Zweite, wenn man den Tourprofis zuschaut, dann ist es so, die erleben natürlich das Gleiche, wie ich dir das aufgezeigt habe. Die haben auch solche Runden. Die gehen aber anschließend noch auf die Driving Range und schauen, dass sie hier, was dann zum Beispiel sie aus der Bahn geworfen hat, wieder ins Lot bringen können. Und das gelingt vielleicht in den meisten Fällen,
nicht immer, aber wenn hier das Gelingen nicht wieder zurückkommt aufgrund des Wissens, was man denkt, dass der Fehler ist, dann wird der Pro oder der Coach konsultiert, damit der schnellstmöglich helfen kann, die Sachen wieder so aufzugleisen, damit du wieder erfolgreich sein kannst. Somit ist der Rat an dich, schau, dass du nicht nur ein Golf-Pro hast, wo du unterrichtet wirst, wie du dein Spiel verbessern kannst, sondern schau, dass der Golf-Pro gleichzeitig auch dein Coach ist und du regelmäßig bei ihm zu Gast bist, damit er dein Spiel versteht und dich bestmöglichst das ganze Jahr hindurch beraten kann. Also eine Golfstunde in einem Jahr und dass dann alles läuft, wird wohl nicht der Fall sein. Wenn du 30 Stunden im Jahr nimmst, dann bist du schon mal gut abgedeckt. Das heißt, du kannst da dich wahrscheinlich gut entwickeln und ein stabiles Niveau erreichen. Und wenn du das jährlich so machst, dass du immer so 30 Stunden hast, das Jahr verteilt, bist du in guten Händen und wirst erfolgreich dein Golf spielen können. Und der Tipp zum Schluss wäre noch, schau noch, dass dein Training und das Spielen in einem Niveau ist, das sich gut ausbalanciert. Wenn du zu viel spielen gehst, dann verlierst du die Orientierung. Wenn du zu viel trainierst und zu wenig spielst, dann verlierst du das Gefühl auf dem Platz, wie man da sich hinstellen muss, wenn es bergauf, bergab oder wenn es Hanglagen dann sind, wenn das Gras länger oder kürzer wird, wie man da rausspielen sollte. Darum ist eigentlich hier ein gesunder Ausgleich zwischen Training und auf dem Platz spielen ganz wichtig, wobei viele nur auf den Golfplatz spielen gehen. Und hier wäre es eigentlich auch wichtig, dass dein Training auch auf dem Golfplatz stattfinden tut, damit du, wenn dann das Turnier oder ein Match naht, auch hier die Erfahrung auf dem Platz schon bereits gemacht hast, damit du erfolgreich die Situationen, die du bekommst, lösen kannst. Ich habe ein Blatt gemacht mit diesen Hinweisen drauf. Wenn du das gerne möchtest, kannst du das bei mir auf der Webseite herunterladen. Ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen, den ganzen Kontext Driving Range und Golfplatz besser zu verstehen. Nicht allzu nervös werden, wenn es mal nicht läuft, sondern schau, dass du wieder zurückgehst zu deinen Basics. Griff, Zielen des Schlägers, gut ausrichten, in Balance, eine gute Bewegung, selber gutes Feedback dir geben, was könntest du noch verbessern oder was läuft im Moment noch nicht so gut und dass du dich so weiter vorantreiben kannst. Gerne helfe ich dir natürlich besser zu werden, komm vorbei, schau es gerne mit dir an, wo du stehst und wie du es entwickeln kannst. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Weiterleiten an einen Freund, dem dieses Video helfen kann. Wünsche dir nun viel Erfolg beim Evaluieren, beim Besserwerden. Bis bald oder bestimmt bis zum nächsten Video. Tschüss!